In dieser Aussprache ist der Kollege Dr. Christoph Bergner für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Göring-Eckardt, fast hätte ich mich bei Ihnen bedankt, dass Sie mit Ihrer Antragsinitiative die Mitteilung der Europäischen Kommission zur Reform des Asylsystems hier in unserem Bundestag thematisieren, dass Sie Beziehungen zu einer Europadebatte herstellen, die stattgefunden hat, zu einem Antrag, den Ihre Fraktion im Europäischen Parlament eingebracht hat, der im Übrigen Ihren, den Sie hier eingebracht haben, sehr ähnlich ist. Aber was wir erlebt haben, war im Grunde genommen die übliche Form der Pauschalreden, die sich zwischen dem Lob von Willkommenskultur und dem Geißeln von Abgrenzung und Abschottungspolitik erschöpft hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte dringlich appellieren, dass wir uns dieser Aufgabe etwas ernsthafter stellen. Wir haben eine dringende Notwendigkeit, das europäische Asylsystem zu reformieren. Und dies ist, weiß Gott, keine einfache Aufgabe. Und deshalb möchte ich auf ein Problem, was mich in den letzten Monaten besonders umgetrieben hat, hier beispielhaft Bezug nehmen. Der Vizepräsident Timmermans hat bei der Vorstellung des Kommissionsberichts gesagt, die Flüchtlingskrise hat die Schwächen des bestehenden europäischen Asylsystems offengelegt. Ich würde ergänzen, die Flüchtlingskrise hat im vergangenen Jahr auch eine tiefe Kluft innerhalb der Mitgliedstaaten, insbesondere zu den östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aufgerissen. Während der Luxemburger Ratspräsidentschaft hat der Außenminister Asselborn den Ministerpräsidenten Ungarns Orbán, weil er die EU-Außengrenze schützte, mit Kim Il-sung verglichen. Und Orbán hat sich revanchiert mit dem Vorwurf, die deutsche Flüchtlingspolitik wäre Zeichen eines moralischen Imperialismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir sind die Beitrittsstaaten der Jahre 2004, 2007 und 2013 viel zu wichtig, als dass mich diese Kluft, die hier aufgegangen ist, nicht umtreibt. Und ich habe zahllose Gespräche in unterschiedlichen Gremien und Podien geführt. Und ich muss sagen, wir haben mindestens zwei Problemkreise, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Da ist zum einen der Umstand, den ein slowakischer Kollege im Gespräch mir so charakterisiert hat. Es war November vergangenen Jahres. Stell dir vor, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union hätten den Lebensstandard und das Wirtschaftsniveau der Slowakei oder Rumäniens. Glaubst du, dass es eine Migrationskrise gäbe? Glaubst du, dass die Zahl der Migranten so hoch wäre, wie wir sie jetzt im Moment mit uns auseinanderzusetzen haben? Und ich konnte ihm eigentlich nicht mit großer Überzeugung widersprechen. Denn das ist das eine Problem, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Der Sehnsuchtsort Europa, der richtigerweise viele bedrückte Menschen dieser Erde haben, ist noch diffus umschrieben. Dahinter stehen konkrete Sehnsuchtsorte. Und der wichtigste Sehnsuchtsort ist Deutschland. Und deshalb ist jede Überlegung, so wie es die Variante 2 der Kommission hier vorschlägt, richtigerweise, Herr Spinrad, gebe ich Ihnen recht, vorschlägt, die eine Umverteilung, eine Relocation vorsehen, ist dieser Vorschlag mit ausgesprochenen Schwierigkeiten verbunden. Wie wollen wir Sekundärmigration hindern, wenn Leute einem Land wie Rumänien zugeteilt werden, in dem die Asylbewerberhilfen etwa 10% von denen in der Bundesrepublik Deutschland betragen? Glauben wir wirklich, wie es die Kommission vorschlägt, dass wir einheitliche Hilfsmaßstäbe erreichen können, mit dem Ergebnis, dass die Hilfensätze in Rumänien weit über dem des Mindestlohns im Lande liegen? Meine Damen und Herren, das sind doch die Fragen, die uns beschäftigen müssen und mit denen wir umgehen müssen. Die Kommission schlägt vor, dass wir gewissermaßen verbindliche
verbindliche Residenzpflichten einführen? Wie wollen wir das mit unserem Gedanken der Freiheit vereinbaren? Meine Damen und Herren, sind die Dinge, die ich gerne thematisieren würde und die uns beschäftigen müssen. Und dann ist der zweite Komplex, wenn ich das Verhältnis zu den Staaten, Mitgliedstaaten des Ostens sehe, das ist der Punkt, dass tatsächlich die Sichtweise auf das Flüchtlingsproblem. Herr Kollege Bergner, gestatten Sie zum Ende Ihrer Redezeit noch eine Zwischenfrage der Kollegin Amtsberg. Sehr gern, wenn ich wenigstens zwei Sätze danach noch sagen darf. Die zwei Sätze sind zugestanden. Gut. Lieber Herr Kollege Bergner, Sie haben viel darüber gesprochen, was für Antworten wir als Grüne Fraktion in unserem Antrag nicht liefern oder welche falsch sind. Sie haben auch viel darüber gesprochen, welche fehlenden Antworten von Seiten der Kommission kommt. Und Sie haben auch viel darüber gesprochen, was für fehlende Bereitschaft es in Europa gibt, sich dieser Frage zuzuwenden. Ich frage Sie jetzt ganz konkret, was sind Ihrer Auffassung nach die nächsten dringlichen Schritte, um zu einer europäischen Flüchtlingspolitik zu kommen? Was sind die konkreten Maßnahmen, die die regierungstragenden Fraktionen vornehmen, nämlich natürlich Ihre Fraktion, sich wünscht, auch von der Bundeskanzlerin und von der Bundesregierung, um wieder zu einem gemeinsam getragenen europäischen Asylsystem zu kommen? Oder bleibt es sozusagen nur bei Kritik? Also, Frau Kollegin, zunächst einmal kann ich an das anknüpfen, was die Kollegin Lindholz gesagt hat. Solange wir keine neue Regelung haben, muss das bestehende Recht gelten. Das ist eine ziemlich klare Sache. Ein rechtloser Zustand ist immer schlechter als ein Zustand mit einem zugegeben unzureichenden Recht. Der zweite Punkt, Sie werden uns doch vor allen Dingen als Regierungsfraktion nicht den Vorwurf machen können und Bundeskanzlerin am wenigsten, dass wir nicht alles daran gesetzt haben, wirklich, wirklich eine gemeinsame Lösung zu finden. Und ich kann Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage nur an Sie appellieren. Das, was wir gefunden haben und was nicht anders als über ein Abkommen mit der Türkei möglich wäre, sollten Sie nicht ständig diskreditieren, von Türkei-Deal, von einem Kniefall von Erdogan und allen anderen sprechen. Es ist die einzige Chance einer wirklich europäischen Lösung gewesen, und dies sollten auch Sie akzeptieren. Die Schwierigkeit, mit der wir es zu tun haben, besteht darin, dass sich in Europa, und das macht sich an der Slowakei, das macht sich an Ungarn fest, mit zwei ganz unterschiedlichen und hart aufeinandertreffenden gegensätzlichen Narrativen zu tun haben. Orbán spricht von Völkerwanderung. Wir sprechen von Willkommenskultur. Das sind zwei einander völlig ausschließende Narrative. Und ich selber suche nach Möglichkeiten, wie man hier, denn als Europäer brauchen wir den Konsens, wie wir hier zu einer Verständigung kommen. Und auf einer der Foren, bei denen ich gewesen bin, und Herr Präsident, mit dem Zitat würde ich gern schließen. Die Ackermann-Gemeinde hat in Brünn ein Dialogforum gemacht über die Fragen, wie viel Vielfalt vertragen unsere Gesellschaften. Und ein Student aus der Masaryk-Universität schließt einen Beitrag, ich zitiere, wie viel Vielfalt vertragen unsere Gesellschaften? Man kann auf diese Frage mit einem billigen Hurra-Optimismus reagieren, der aber nichts löst und in ernster Lage nicht angemessen ist. Man kann sich auch schadenfroh über die Political Correctness und dem Versagen der Multikulti-Gesellschaft lustig machen. Doch muss dem, der diesen Weg gehen will, eines klar sein, und zwar, dass er sich unterwegs schnell in einer Gesellschaft wiederfindet, die ihn mehr und mehr dazu drängen wird, sich die Lustigkeit und die Schadenfreude ganz abzugewöhnen. Meine Damen und Herren, das ist die Schwierigkeit, so wie ich sie fühle und so wie ich an Sie appellieren möchte, dass wir den Weg der Verständigung angesichts sehr gegensätzlicher Meinungen zu dieser Frage in Europa suchen. Herzlichen Dank. So.